Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke und in der jetzigen Folge geht es um den Bau eines Koi-Teiches in Schwerkraftversion. Grundsätzlich gibt es sicherlich viele verschiedene Arten, einen Teich zu bauen. Wir haben ja ganz viele verschiedene Parameter, auf die ich gleich eingehen werde. Und wir haben aber grundsätzlich mal eine Entscheidung zu treffen am Beginn eines Teichprojektes, und das ist die Frage: Pumpe ich das schmutzige Wasser zur Filtertechnik hin oder lasse ich das Wasser per Schwerkraft durch Rohre zum mechanischen Filter fließen, um dort erstmal die mechanische Filtration zu machen, dann vielleicht auch noch die biologische und erst am Ende das saubere Wasser in den Teich zu pumpen. Eine solche Anlagentechnik bezeichnet man als Schwerkraft- oder Gravity-System. Ich habe hier mal ein Bild, was ich euch zeigen möchte. Dort sieht man, ich glaube, man kann es ganz gut sehen, wie so eine Anlage aufgebaut ist. Das heißt, ich habe Skimmer und Bodenablauf. Die gehen auf den, hier in dem Fall ist es ein Trommelfilter der Firma Inazuma. Das ist so ein Kompaktfilter, wo hinten auch noch eine Biokammer ist. Das System finde ich persönlich von der Schwerkraftvariante her sehr gut. Als Kompaktfilter nicht so gut, weil der Biofilter ist mir zu klein. Und dann seht ihr auch noch, dass das Wasser, das Schmutzwasser, praktisch per Schwerkraft zum Kanal fließt. Auch hier möchte ich direkt eine Einschränkung machen, denn meine Erfahrung ist die, dass sich an dieser Stelle, wo das Rohr, das Schmutzwasserrohr waagerecht läuft, mit der Zeit zusetzt und dass dort die Schmutzwasserleitung verstopft. Gut, also das ist ein Gravitations- oder Schwerkraftsystem, weil hier das Wasser eben nicht gepumpt wird, bis es in den Filter gelangt. So, jetzt wollen wir das Ganze nochmal im Einzelnen durchgehen. Ich habe mir hier auch die gute fachliche Praxis auf dem Bildschirm geholt, wo ich im Grunde diese ganzen einzelnen Punkte aufführe. Vielleicht noch eine kurze Erklärung dazu. Was ist die gute fachliche Praxis? Jeder, der in Deutschland wohnt, weiß, dass es für alles Regeln und Normen gibt. Und den vielen oder sogar den meisten ist sicherlich auch die DIN bekannt. Die DIN, das ist das Deutsche Institut für Norm, hat für alles, was irgendwie relevant ist, einen Normenausschuss. Und dieser Normenausschuss erstellt eben entsprechende Normen. Man kann auch sagen, das sind vielleicht im übertragenen Sinne dann auch Regeln und Gesetzmäßigkeiten, wie etwas zu sein hat. Nehmen wir ein Beispiel, es gibt Normen für irgendwelche technischen Geräte, es gibt Normen ja für einen Föhn oder weiß der Kuckuck, was auch immer, der muss, weil er eben ein elektrisches Gerät ist, gewisse Anforderungen erfüllen, damit er in den Verkehr gebracht werden darf. Es gibt dann auch noch jede Menge technische Regeln. Es gibt ja ganz viele Sachen, wie zum Beispiel den Begriff den Stand der Technik. Das hat alles mit Dingen zu tun, die rein technischer Natur sind. Wir haben aber mit Fischen zu tun, und Fische sind Tiere, und in der Landwirtschaft, in der Fischerei gibt es eben keine technischen Regeln für alles, was mit Tieren zu tun hat, sondern das nennt man die gute fachliche Praxis. Und sinngemäß ist die gute fachliche Praxis das, was sich unter der Mehrheit der Nutzer mit der Zeit als eine sehr erfolgsversprechende Methode herauskristallisiert hat, etwas zu tun. Also wie man Fische hält, wie man eine Aquakulturanlage baut, aber auch wie man Kühe, Schweine und Hühner hält. So, und es gab ja für den Koi-Bereich bislang überhaupt keine Normen und Regelwerke. Und ich habe vor vielen Jahren, als ich meine Sachverständigentätigkeit begann, habe ich auch begonnen, eine gute fachliche Praxis zu erstellen und habe mich hier bedient aller Quellen, die mir zur Verfügung stehen. Und das ist eben Literatur aus der Aquakultur, das ist Literatur aus dem Koi-Bereich, das ist aber durchaus auch Literatur aus dem englischsprachigen Raum oder im amerikanischsprachigen Raum, weil dort wird viel mehr in Sachen Fisch geforscht und auch geschrieben als im deutschsprachigen Raum, weil hier die Aquakultur eben eher eine Randerscheinung ist und kommerziell ja nur von geringer Bedeutung. So, und deswegen die gute fachliche Praxis, die aber eben nicht nur meine Erfahrungen widerspiegelt, sondern eben auch die vieler anderer Praktiker aus dem Bereich der Koi-Haltung und der Aquakultur. Und ich werde euch jetzt hier im Folgenden einfach nochmal kurz die wesentlichen Punkte, die beim Bau eines Koi-Teiches
zu berücksichtigen sind, darlegen. Und sag nochmal ganz klar, wenn ihr den Teich so baut, wie ich das jetzt hier sage, dann funktioniert er garantiert. Natürlich gibt es auch noch eine Vielzahl anderer Möglichkeiten, wie man es machen kann. Aber das ist nach meiner Auffassung dann nicht gute fachliche Praxis, sondern das ist dann irgendeine Praxis, die in einer Situation vielleicht sehr gut funktioniert, in vielen anderen aber vielleicht auch nicht sicher funktioniert. Und letztlich muss man ja sagen, wenn ich sowas mache, dann möchte ich ja kein Experiment eingehen, sondern dann möchte ich ja, wenn ich das viele Geld für den Bau eines Koi-Teiches investiere, auch direkt eine Variante haben, die wirklich gut funktioniert. So, also beginnen müssen wir eben mit der Entscheidung, mache ich eine gepumpte oder eine Schwerkraftanlage? Und nach meiner Auffassung ist die Frage ganz einfach zu beantworten. Wenn immer möglich, machen wir eine Schwerkraftanlage, weil eine Schwerkraftanlage einfach aufgrund der Tatsache, dass das schmutzige Wasser durch möglichst große Rohrquerschnitte erstmal bis zum mechanischen Filter fließt, die wenigste Störanfälligkeit habe. Und was wir Koi-Halter ja nicht haben wollen, ist eine Anlage, die andauernd steht, weil die Pumpe verstopft ist, sondern wir wollen, dass die Anlage nach Möglichkeit funktioniert und wir nur, ich sag mal, gucken müssen, aber nichts machen müssen. Ja, und eins ist klar, wenn ich über das Thema Koi-Teich nachdenke, dann ist doch die ganz entscheidende Frage, was will ich denn überhaupt? Und da muss man sich auch wirklich mal 5 Minuten oder sogar noch länger Zeit nehmen und sich darüber klar werden, was möchte ich eigentlich genau haben? Das heißt, wie groß soll mein Teich werden? Wo möchte ich den Teich im Garten anlegen? Was macht vielleicht Sinn, wo man ihn anlegt? Wie viele Fische möchte ich halten? Das ist eigentlich die allerwichtigste Frage. In Anführungsstrichen, nachher werden es dann doch immer mehr als vorher gedacht. Und was darf das Ganze kosten? Was ist mein Budget? Und wo kriege ich das Wasser her? Und wo gebe ich das Abwasser wieder weg? Entschuldigung. Ja, eins ist mal klar, Koi-Haltung ist sicherlich kein ganz günstiges Hobby, weil ich habe Strom, Wasser, laufende Kosten, ich habe auch Futterkosten, die nicht unerheblich sind und da kommt schon ein nettes Sümmchen zusammen. Klar ist, wenn ich so einen Teich mache, dann hat er ein oberstes Ziel, eine oberste Priorität und das ist die, dass ich in der Lage bin, in diesem System eine gewisse Anzahl Fische über ein Jahr gesund zu halten. Und damit kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt. Ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass Koi keine Kaltwasserfische, sondern Warmwasserfische sind. Das heißt, ein Koi braucht zumindest zeitweise im Jahr eine Wassertemperatur, die deutlich über 20 Grad ist, idealerweise zwischen 23 und 25 Grad Celsius, weil der Koi ist ein Warmwasserfisch. Natürlich überlebt er auch in einem kalten Wasser, aber er wird dann sicherlich nicht sein Potenzial entfalten, er wird häufiger krank sein, er wird nicht so gut wachsen. Und naja, wenn wir uns als Koi-Hobbyisten bezeichnen, wenn wir Tierliebhaber sein wollen, dann kann es eigentlich nicht sein, dass wir Tiere nicht in ihrem optimalen Umfeld halten und dass wir im Grunde aufgrund von, ja, keine Ahnung, irgendwelchen unvernünftigen Gründen die Tiere halt in nicht optimalen Bedingungen halten. Und wer das nicht leisten mag, was der Fisch braucht, der Koi braucht, der soll sich doch bitte für eine andere Fischsorte entscheiden. Aber das, was ich hier zum Thema Temperatur sage, das ist in der Fachliteratur belegt und steht einfach nicht mehr zur Diskussion. Koi sind Warmwasserfische. So, Koi sind aber auch schnell wachsende und stark fressende Fische und daraus resultiert eben auch, dass es nicht reicht, wenn ich einen großen Teich habe und da Koi drin halte, sondern ich brauche definitiv auch noch eine Filtertechnik, die mir mein Wasser aufbereitet und die mir mein Wasser wieder klar macht, weil das erste Problem, was ich habe, wenn ich keine Filtertechnik am Teich habe oder nur eine unzureichende, dass mein Wasser trübe bleibt, weil der Schmutz bleibt im Teich, die Koi gründeln und wirbeln ihn immer wieder auf und damit ist das Wasser nur noch trübe. Und der Koi-Teichbesitzer möchte ja gerne ein klares Wasser haben, in dem er seine schönen Koi auch jeden Tag sehen kann. So, wie gehen wir weiter vor? Ja, also zunächst einmal ist natürlich die Frage, wie groß soll der Teich werden? Ich persönlich finde, eine Größe zwischen 30 und 50 Kubikmetern ist eine gute Sache, um auf der einen Seite stabile Wasserwerte zu haben,
und auf der anderen Seite noch einen sehr, sehr überschaubaren Kostenrahmen zu haben, um Fische dort zu halten. Und in 50 Kubikmetern Wasser kann ich ungefähr ohne Stress 20 bis 30 Koi halten und komme dann eben mit einer entsprechenden kleinen Wassermenge, Futtermenge und Strombedarf aus. Wenn ich jetzt 30 Kubikmeter mal als Basis nehme, dann ist meine Empfehlung und eben auch die der guten fachlichen Praxis, den Teich einmal pro Stunde umzuwälzen. Das heißt, ich muss eine Pumpenleistung installieren, die es mir ermöglicht, in einer Stunde 30 Kubikmeter umzuwälzen. Das ist Gott sei Dank heutzutage ganz einfach, weil es gibt Rohrpumpen und mit Rohrpumpen kann ich mit geringem Stromverbrauch diese 30 Kubikmeter umwälzen. Hier direkt ein wichtiger Punkt, das Thema Redundanz. Wenn ihr einen Teich baut, dann macht das nicht mit einer Pumpe und einem Belüfter, sondern verwendet immer zwei Geräte, weil es ist halt in der Natur der Dinge, jedes technische Gerät geht irgendwann mal kaputt. Und wenn ihr jetzt nur eine Pumpe installiert habt, steht die komplette Umwälzung, sobald diese Pumpe kaputt ist. Habt ihr zwei Pumpen installiert, die sich die Arbeit teilen, habt ihr den großen Vorteil, dass mit halber Leistung euer System weiterläuft und damit eine Reinigung weiter gewährleistet ist. Das heißt, zwei Umwälzpumpen, zwei Belüfter, einer im Teich, einer im Filter. Und dann habt ihr schon mal eine gewisse Redundanz, die für eine fantastische Sicherheit sorgt, die auch für eine ausreichende Sicherheit sorgt. So, die nächste Frage ist, wie viel Bodenabläufe, wie viel Skimmer? Also ich sage immer ganz grob, ein Rohr DN100, also mit einem Durchmesser von 100 mm, da fließen per Schwerkraft ganz grob 10 Kubikmeter die Stunde durch. Das bedeutet, für den 30 Kubikmeter Teich braucht ihr drei solcher Rohre. Würde jetzt in dem Fall bedeuten, wir machen einen Skimmer und zwei Bodenabläufe in dem Teich, die wir schön auf die Länge des Bodens verteilen, sodass eben der Schwebeschmutz bestmöglich abgesaugt wird, um dann im mechanischen Filter gereinigt zu werden. Damit diese ganze Geschichte funktioniert, ist eine rotierende Strömung im Teich erforderlich. Rotierende Strömung bedeutet, dass der Wasserkörper sich leicht dreht, ob im Uhrzeigersinn und gegen den oder gegen den Uhrzeigersinn, das ist vielleicht eher eine Philosophiefrage als eine, ob es wirklich was bringt. Aber es sollte sich bewegen, denn ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr keine Strömung im Wasser habt, dann sinken die Schmutzpartikel auf den Boden, werden zwar immer wieder durch die Fische aufgewirbelt, werden aber nicht im mechanischen Filter landen, bedeutet, ihr habt am Teich einen höheren Reinigungsaufwand. Und das Wasser wird auch drüber sein, weil dadurch, dass die Fische gründeln, eben immer wieder dieser Schmutz in die Schwebe kommt und damit eben das Wasser trübt. So, und wie kriege ich so eine drehende Strömung hin? Indem ich eine einfache Teichform habe. Eine einfache Teichform wäre, der Klassiker wäre jetzt rund. Rund sieht aber, finde ich, langweilig aus. Aber zum Beispiel eine Nierenform ist eine sehr schöne Sache. Da muss man nur die Ausströmer dann entsprechend positionieren, dass man eine drehende Bewegung im Wasser hinbekommt. Aber auch eine 8 ist sicherlich denkbar und alle Abweichungen davon, die eben nicht zu sehr abweichen. Aber zum Beispiel ein Kreuz, was ich auch schon erlebt habe, wirklich ein Teich, der so ein bisschen aussah wie ein Kreuz, ist eine Katastrophe, weil da kriege ich keine drehende Wasserkörper hin und wo ich keinen drehenden Wasserkörper habe, habe ich auch keine schöne laminare Strömung. So, und wenn ihr dafür sorgt, dass ihr eben entsprechend so einströmt in den Teich, dass ihr entsprechend eine leicht drehende Bewegung im Wasserkörper bekommt, dann habt ihr auch den bestmöglichen Reinigungseffekt im Teich. So, das zu den Pumpen. Ja, dann sollte ein Koi-Teich senkrechte Wände haben. Warum soll er senkrechte Wände haben? Ist im Grunde ganz einfach, weil umso gerader die Wände sind, umso besser ist mein Verhältnis von Wasservolumen zu Oberfläche. Und die meiste Auskühlung findet über die Oberfläche statt. Und ja, wir müssen nachher auch noch über das Thema Heizung sprechen, aber umso besser mein Teich die Wärme hält, umso besser ist es für meine Fische und für mein Portemonnaie, weil ich weniger zuheizen muss. Der Teichboden sollte meiner Meinung nach eben sein, also nicht irgendwie im 45 Grad Winkel geneigt zu den Bodenabläufen, weil im Winter legen sich die Fische am Boden ab und wenn die dann immer zum Bodenablauf hin rutschen und da davor kleben, ist das nicht so wirklich optimal. Und auf einem geraden Boden mit einer ausreichenden Strömung habe ich auch eine ausreichende Reinigung.
Nächster Punkt, die Ausströmer, also das, was an Wasser zurückfließt vom Filter. Ich würde sie ungefähr 70 cm unter der Wasseroberfläche positionieren und würde dafür auch jeweils ein 100er Rohr nehmen, damit eben die Leitung keinen großen Gegendruck erzeugt und die Pumpenleistung auch in maximalen Volumenstrom umgewandelt wird. Wie man sie positioniert, hängt sehr stark von der Teichform ab, aber das lässt sich halt immer irgendwie realisieren. Bei Fragen einfach melden. Dann kommen wir zu dem ganz wichtigen Thema: Wie dichte ich den Teich ab? Wer meine anderen Videos gesehen hat, weiß, dass ich kein Freund von GFK bin, und zwar einfach aus dem Grunde, weil eine gute GFK-Abdichtung ein Vielfaches einer Folienabdichtung kostet und weil ich der Auffassung bin, dass mit der LDPE-Folie eine Folie zur Verfügung steht, die das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis abbildet. Die wird vor Ort thermisch verschweißt, das heißt, sie wird faltenfrei verlegt. Die ist robust, die hält sicherlich 30, 40, 50 Jahre und ich kann sie zu jeder Zeit nochmal anschweißen. Ich kann da wieder dran, ich kann da noch was dran machen. Die wird mit der Zeit nicht brüchig und hat auch keine Probleme, was UV-Licht angeht. Wird heutzutage auch in der Deponieabdichtung verwendet und im Industriehallenbau. Überall da, wo es um robuste Abdichtungen mit Folie geht, wird diese LDPE-Folie verwendet. Und ja, ich finde, es ist das Mittel der Wahl. Ganz wichtig ist, um das Thema Teich noch abzuschließen, die Belüftung im Teich. Ich bin ein großer Freund davon, den Belüfter über dem Bodenablauf zu installieren. Hierbei muss nur darauf geachtet werden, dass er nicht zu tief installiert wird. So ideal ist 1 Meter unter der Wasserlinie. Hat zu tun mit dem Problem der Gesamtgasübersättigung. Dazu gibt es auch schon Videos von mir. Das müsst ihr da bitte mal im Detail nachschauen. Und dann habt ihr schon eigentlich alles im Teich mehr oder weniger fertig. Es gibt noch zwei Sachen zu den Dekorelementen zu sagen. Das eine ist, wenn ihr irgendetwas in den Teich reinhängt, dann muss der Halter aus Edelstahl sein. Aluminium und irgendwelche verzinkten anderen Metalle könnt ihr am Keuteich vergessen. Das Wasser ist so korrosiv, dass diese Halter in Kürze sich in Luft auflösen. Und gerade bei irgendwie vergüteten Sachen habt ihr dann noch das Problem, dass die Schwermetalle sich im Wasser lösen und damit eure Fische vergiften. Ansonsten sollte Metall so weit wie möglich aus dem Teich verbannt sein. Auch dazu habe ich schon Videos gemacht, da könnt ihr das im Einzelnen nachlesen, warum ich dieser Meinung bin. Was Steine und andere Dekorelemente im Teich angeht, so ist hier nur zu sagen, dass ihr nirgendwo Dreckecken im Teich erzeugen solltet. Das heißt, euer Teich sollte oder die Steine sollten so einbetoniert sein, dass Futter oder andere Sachen nicht dahinter gelangen, wo die Fische nicht hinkommen, weil das führt sonst zu Schimmel, zu Fäulnisbildung. Und das ist nicht förderlich für eure Wasserqualität. Ja, dann gehen wir mal zum Filter. Wie ich eben schon sagte, bei unserem 30 Kubikmeter Beispiel gehen also jetzt 300er Leitungen zum Filterkeller. Filterkeller deshalb, weil der Filter ja in die Erde kommt, damit die ganze Schwerkraftanlage funktioniert. Ein Wort noch zur Verrohrung. Was kann man verwenden? Ihr könnt das schwarze PE-Rohr verwenden und das vor Ort verschweißen. Das ist eine super Sache, die gut hält. Ihr könnt auch PVC-Druckrohr verwenden, das man vor Ort verklebt. Da habe ich so meine Bedenken, und zwar aus dem einfachen Grund, weil es wahnsinnig schwer ist, an so einer Teichbaustelle eine wirklich saubere Verklebung hinzubekommen. Und wenn ein Sandkörnchen in dieser Verklebung mit drin ist, kann es euch passieren, dass diese Verklebung schon undicht wird. Eine Variante, die ich gerne verwende, ist die Verwendung von KG-Rohr. Das ist das rote PVC-Rohr aus dem Baumarkt, das allerdings dann noch zusätzlich verklebt werden muss, weil es sonst passieren kann, dass es trotz eingelegter Dichtung undicht werden kann. Und KG-Rohr hat ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und vor allen Dingen, wenn euch auf der Baustelle ein Bauteil fehlt, ist man schnell im Baumarkt und hat sich Ersatz geholt, was bei den beiden anderen geschilderten Varianten echt schwierig ist, weil das muss man in der Regel bestellen, weil man es vor Ort nicht bekommt. Gut, also wir verrohren das Ganze jetzt entsprechend hin zum Filterkeller.
Im Filterkeller ist in der Regel, je nachdem, was ich für einen Filter einsetze, vorne nochmal eine Sammelkammer, wo ich dann praktisch die drei Leitungen zusammenführe, bevor sie dann in den mechanischen Filter reingehen. Und dieser mechanische Filter kann nun sein ein Trommelfilter, ein, kann aber auch sein eine Bürstenkammer, kann auch sein ein Vortex, kann auch sein ein Fließfilter. Ich empfehle immer, wenn es möglich ist, das Abwasser wegzupumpen, direkt zum Kanal, einen Trommelfilter. Warum? Weil der Trommelfilter über viele Jahre bewiesen hat, dass er bei geringstmöglichen Betriebskosten ein sehr, sehr gutes mechanisches Filtrationsergebnis liefert. Und ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, ich habe meinen Trommelfilter seit 2004 am Laufen und er läuft und läuft und läuft. Einzig im Herbst habe ich ein bisschen Probleme, weil dann die Menge an Blättern einfach dafür sorgt, dass die Schmutzrinne sich zusetzt und nicht mehr abläuft. Aber das weiß ich halt und da schaue ich dann eben jeden Tag mal nach in der Zeit. Das ist ein, zwei Wochen und danach ist das Thema wieder durch. Ansonsten muss man nur die Siebbeläge alle halbe Jahre ungefähr einmal entkalken und biologischen Bewuchs entfernen. Und regelmäßig nachschauen, ob die Düsen nicht verstopft sind und entsprechend, wenn eine Düse verstopft ist, die eben mal reinigen. Was ein Verschleißteil ist am Trommelfilter, ist die Hochdruckpumpe, die eben dafür sorgt, dass der sich sauber spült. Da habe ich auch schon eine tauschen müssen, aber das ist halt ein elektrisches Gerät und das muss halt irgendwann mal gewechselt werden. Gut, nach dem Trommelfilter fließt dann idealerweise das Wasser per Schwerkraft in die Movingbettkammer. Natürlich gibt es auch hier wieder viele, viele unterschiedliche Filtersysteme, die man einsetzen kann. Ich persönlich bin ein großer Fan des Movingbed-Filters. Warum? Weil der Movingbed-Filter einmal eingefahren einfach immer gut funktioniert. Auch nach einer Medikamentenbehandlung sich sehr schnell erholt, wenn man überhaupt einen Einbruch bemerkt. Und weil der Movingbed-Filter als einziger Filter sich selbst reinigt, weil über das Moving des Wassers und des Filtermaterials, also über die Wasserbewegung, findet eine Reinigung der Filtermaterialien statt und der Schmutz, der dort eben ausgewaschen wird, landet beim nächsten Umlauf im Trommelfilter und wird dort abfiltriert. Das heißt, ich habe ein Filtersystem mit minimalem Wartungsaufwand und maximaler Zuverlässigkeit und das muss man sagen, ist ja letztendlich unser Ziel. Wir möchten ja nicht unsere Zeit damit zubringen, jede Woche den Filter zu warten und zu putzen, sondern wir möchten stabile Wasserwerte haben, um eben unsere Fische gesund halten zu können. Und das ist, finde ich, auch der große Nachteil aller anderen Filtersysteme, ob das jetzt ein Mattenfilter ist, ob das ein Bürstenfilter ist, wie sie alle heißen, die mit einem Festbett arbeiten. Hier muss ich irgendwann eine Reinigung machen und wenn ich eine Reinigung mache, dann mache ich zumindest mal meinen biologischen Part nicht besser, sondern es ist eher so, dass ich den zum Teil zerstöre und der dann wieder eine gewisse Zeit braucht, um sich aufzubauen. Und das alles erspare ich mir im Movingbed. Und ja, wer es dann ganz gut machen will, der kann auch noch dahinter oder davor ein kleines Festbett machen, weil es ist halt so, Filterbakterien, also wir müssen uns erstmal davon freimachen, dass wir hier nur Nitrosomonas und Nitrobacter haben, sondern im Grunde gibt es ganz viele unterschiedliche nitrifizierende Bakterien und in jedem Filter ist die Zusammensetzung der Bakterienkulturen auch eine andere. Und es gibt halt auch Bakterien, die lieber, ich sage jetzt mal, in einem Movingbed sich ansiedeln und andere, die sich lieber in einem Festbett ansiedeln. Und dann gibt es auch noch die Aussage, die ich mal von einem Planer von Aquakulturanlagen gehört habe, der mir sagte, dass ein Movingbed besser im Warmen funktioniert und dass ein Festbett besser bei kaltem Wasser funktioniert. So, und wenn ich jetzt eben die maximale Funktionalität haben möchte, dann mache ich es einfach so, ich mache ein großes Movingbed, dazu noch ein kleines Festbett und dann habe ich wirklich alles getan, was man tun kann, um ein optimales Filtrationsergebnis zu erzielen. Ja, und idealerweise mache ich dann hinter meine letzte Biokammer eben eine kleine Pumpenkammer, wo ich dann zwei Rohrpumpen installiere, die dann eben das gesamte Wasser zurück in den Teich drücken und über diese Niveauunterschiede, die dann dort stattfinden, fließt per Schwerkraft wieder schmutziges Wasser in meine Sammelkammer und dann Trommelfilter, Biofilter, Pumpenkammer zurück in den Teich. Ja, das ist im Großen und Ganzen, wie eine Schwerkraftanlage funktioniert.
Dazu kommen jetzt noch so ein paar technische Feinheiten. Da wäre zu erwähnen, das schmutzige Wasser solltet ihr nicht über eine Freigefälleleitung zum Kanal laufen lassen, sondern macht eine Hebeanlage, die mit einer Druckpumpe das schmutzige Wasser fördert, weil das führt dazu, dass eure Schmutzwasserleitung immer sauber und frei bleibt. Über eine Freigefälleleitung besteht immer die Gefahr, dass sich das Ding zusetzt. An keinem Teich sollte fehlen eine Frischwassereinspeisung und ein Wasserüberlauf. Der Überlauf zum Kanal sollte also direkt angeschlossen sein an den Kanal, sollte mindestens ein 100er Rohr sein, damit auch bei Starkregen entsprechend eine ausreichende Wassermenge abgeführt werden kann und der Teich nirgends überläuft. Die Frischwasserleitung braucht ihr, weil einfach jeder Keuteich braucht Wasserwechsel, je nach Belastung und Situation zwischen 10 und 30% pro Woche. Und es sieht halt auch scheiße aus, wenn der Keuteich nicht das normale Niveau hat, weil man sieht es am Teichrand und ein nicht voller Teich sieht immer hässlich aus. Dann noch eine Sache zum Thema Pflanzenfilter. Ja, eins ist mal klar, der Pflanzenfilter funktioniert nur, solange die Pflanzen auch wachsen und der Pflanzenfilter kann kein Ersatz sein für einen vernünftigen Biofilter. Deswegen, wer gerne möchte, der möge sich einen Pflanzfilter bauen. Dieser sollte aber im Bypass betrieben werden und nicht in der Hauptumwälzleitung sein, um dann eben auch das System nicht negativ zu beeinflussen, wenn er nicht funktioniert. Wasserfälle und Wasserspiele. Ich habe eben schon mal gesagt, Koi sind Warmwasserfische. Das heißt, Wasserspiele sollten immer nur dann laufen, auch Wasserfälle, wenn es draußen wärmer ist als die Wassertemperatur im Teich, damit euer Wasserspiel, euer Wasserfall euch den Teich nicht zusätzlich auskühlt. Dann ein Punkt Teichheizung. Wie ich eben schon mal sagte, Koi sind Warmwasserfische und wir haben in Deutschland das Problem, in vielen Regionen, wenn nicht sogar in allen, dass der Teich von alleine nur ganz selten wärmer wird als 20 Grad. Es gibt sogar ganz viele Regionen, da wird er noch nicht mal 18 Grad warm. Hat damit zu tun, es ist zwar mal über Tag warm, aber wenn der Teich dann im Schatten ist und wenn es nachts wieder kalt ist, dann wird der Teich nicht warm. Und wenn der Teich nicht warm wird, dann werden sich eure Koi auch nicht richtig wohlfühlen und nie zu 100% funktionieren. Denn der Organismus des Koi funktioniert erst dann zu 100%, wenn er um über 20 Grad Wassertemperatur, idealerweise 23 Grad hat. So, und um das hinzukriegen, brauche ich dann eben eine Teichheizung. Ich persönlich bin kein Freund davon, den Teich im Winter zu heizen, sondern im Winter halte ich den Teich auf 4 Grad und gehe dann aber im Frühjahr, sobald mein Teich von alleine 10 Grad wird, binnen eines Monats etwa auf 18 Grad, halte dort dann mit der Heizung den Teich auf 18 Grad, bis es draußen wiederum wärmer wird, sodass ich dann mit einem geringen Heizungsaufwand auf 19, 20 bis hin zu 23 Grad komme. Wenn es dann im Sommer einen guten Sommer gibt, schalte ich die Heizung aus und dann ist mein Teich so temperaturstabil, dass er bis in den Oktober rein braucht, bis er unter 18 Grad kommt. Und dann lasse ich ihn, wie eben geschildert, wieder abkühlen auf die 4 Grad und dann geht das Spiel von vorne los. Damit habe ich minimale Heizkosten, habe aber den Vorteil, dass meine Koi maximal gesund sind und sich natürlich auch entsprechend meinen Wünschen und Erwartungen eben entwickeln, denn wir wollen ja schon alle, dass unsere Fische halt einen guten Körperbau haben und dass sie schön wachsen. Dann noch ein bisschen Feintuning. Wer möchte, kann sich auch noch eine Strömungspumpe im Teich installieren. Die dient einmal nochmal dazu, Schwebepartikel wieder in die Schwebe zu bringen, wenn sie sich am Boden abgesetzt haben. Aber sie dient auch dazu, dreimal am Tag, also so mache ich es, dreimal am Tag eine deutlich stärkere Strömung zu erzeugen, so ungefähr für eine Stunde, damit die Fische mal ein bisschen mehr schwimmen müssen, damit sie einfach eine bessere Muskulatur ausbilden, als sie das tun, wenn keine starke Strömung vorhanden ist. Dann auch noch ein Punkt zum Thema Füttern. Ich persönlich bin ein großer Fan von Futterautomaten und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ich mit dem Futterautomaten die Möglichkeit habe, über 24 Stunden verteilt alle 2 Stunden zu füttern. Und dieses verteilte Füttern hat einen riesengroßen Vorteil. Meine Wasserbelastung ist konstanter und nicht so starken Schwankungen unterlegen. Meine Koi fressen besser und haben eben auch nicht so einen starken Kohldampf, wie sie das haben, wenn sie jetzt einen halben Tag nichts bekommen.
Und das alles zusammen ist für mich Grund genug, das zu tun. Und ich bin natürlich auch viel unterwegs. Insofern ist es für mich einfach auch die beste Möglichkeit, sicherzustellen, dass meine Fische bestmöglich versorgt werden. Dann noch ein Punkt zum Thema Überwachung. Ein Koi-Teich kann genauso mal ein Problem mit der Technik haben wie jedes andere technische Gerät auch. Der Klassiker ist, dass mal ein Belüfter kaputt geht oder dass mal eine Umwälzpumpe kaputt geht. Und das Problem ist eigentlich gar kein großes, sofern ich denn genau oder schnellstmöglich erkenne, dass ich dieses Problem habe. Viel schlimmer ist es, wenn ich es halt nicht erkenne. Und aus dem Grund bin ich ein großer Freund von einer Teichüberwachung. Auch hierzu habe ich schon mehrere Videos gemacht. Hier sei nur mal ganz kurz erwähnt, ich brauche eine Sonde, die mir den Wasserstand im Teich misst. Ich brauche eine Messung des Sauerstoffs. Und ich brauche eine Detektion, wenn meine entscheidenden Geräte ausfallen. Das kann ich in der Regel über eine SMS-Alarmierung sicherstellen dann. Und die muss aufs Handy erfolgen, sodass ihr eine SMS bekommt, wenn dort eine Störung vorliegt. Und was auch ganz simpel ist, eine kleine Webcam, die auf den Teich ausgerichtet. Und wenn der Wasserstand stimmt, wenn die Belüfter laufen, ist in der Regel alles in Ordnung. Denn das Erste, was passiert, wenn die Pumpen ausgehen, ist, dass sich der Wasserstand verändert. Und das sehe ich ja dann ganz schnell auf meiner Webcam. Und dann weiß ich auch, aha, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, also muss jemand zum Teich. Auch dazu noch ein Hinweis, Koi sind Lebewesen und wir haben, wenn wir sie halten, einfach auch die Pflicht danach zu schauen. Das heißt, einen Koi-Teich zu machen und dann 2 Wochen in Urlaub zu fahren und zu glauben, es geht schon alles gut, ist zum einen grob fahrlässig und aus meiner Sicht auch nicht in Ordnung. Wir haben Lebewesen, wir haben technische Geräte, wir haben gewisse Situationen, die eintreten können, die wir einfach vorher nicht voraussehen könnten. Deswegen, wenn ihr in Urlaub geht, braucht ihr jemanden, der alle 2 Tage mindestens nach den Fischen schaut und guckt, ob alles in Ordnung ist. Und hier auch noch ein kleiner Warnhinweis: Dieser jemand sollte alles tun, nur nicht füttern. Denn es sind, glaube ich, schon ganz viele Unglücke passiert, dadurch, dass Leute, die nicht wissen, wie es geht, dann die Fische des Teichbesitzers gefüttert haben. Und die Koi kommen auch wunderbar mal ein paar Wochen ohne Futter aus. So, jetzt gucke ich noch mal gerade in das Regelwerk, ob ich was vergessen habe. Ich glaube aber, die wesentlichen Punkte haben wir. Wie gesagt, ich habe ja auch schon zu den meisten Sachen eigene Videos gemacht. Das war hier nur noch mal so eine kleine Zusammenfassung. Wer weitere Fragen hat, der darf sich natürlich auch gerne bei mir melden. Idealerweise am Telefon 02236 322 88 91. Gerade auch, ich bitte sogar darum, wenn ihr unbedingt eine andere Filtertechnik anwenden wollt, ruft mich an und hört euch meine Meinung dazu an. Ich kann ja niemanden zu seinem Glück zwingen, aber vielleicht gelingt es mir ja doch, den einen oder anderen dann noch von was anderem zu überzeugen. Ich mache das nicht, weil ich da kommerziell was von habe, sondern weil ich weiß, dass es sonst in die Hose geht. Und das ist einfach scheiße, weil in der Regel kostet es dann auch ein paar Fischen das Leben und das ist einfach eine Sache, die muss nicht sein. Ja, falls ihr weitere Fragen habt, Telefonnummer habt ihr jetzt, ansonsten per E-Mail info@koi-consult.de. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, euer Robert Jungnischke.